Moin und schon wieder ein Video zu Pumpen. Ich hoffe, es wird nicht langsam langweilig, aber mir ist gerade meine Leistenpumpe gestorben. Ja, und da ich auch tatsächlich am Anfang zwar ganz begeistert war von dem Pumpkopf, aber so mittlerweile hat es doch immer ein bisschen genervt, den Aufventil raufzuschrauben. Ich habe regelmäßig mein Ventil mit rausgeschraubt beim Abschrauben. Ja, und jetzt pumpt sie tatsächlich nicht mehr. Und das war der richtige Zeitpunkt, um sich eine neue Pumpe anzuschaffen. Und da ich hier echt viele Reifen aufpumpe, habe ich mir eine Top Peak Urban EX zugelegt. Ich hatte Top Peak Pumpen tatsächlich noch gar nicht, aber in allen Foren schreiben alle, dass sie ganz begeistert sind von Top Peak Pumpen, was die Qualität angeht. Das werde ich mal testen. Und die neue EX-Serie hat auch ein sehr großes Manometer. Und da meine Augen auch nicht besser werden, ist das genau meine Pumpe. Und dann habe ich auch noch von Bibi Cycling eine ganz neue Pumpe bekommen, auch die mit großem Manometer und einem Umschalter von High Volume auf High Pressure. Und die beiden Pumpen vergleichen wir mal miteinander. Also die Top Peak Urban EX, unübersehbar, zugelassen bis 8 Bar. Ja, ansonsten, wie gesagt, großes Manometer, 3,5 Zoll. Das ist gut. Das kann man richtig gut ablesen. Testen wir auch gleich mal im Betrieb. Und ja, ansonsten robuster Stahlzylinder, 100 cm langer Schlauch. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Braucht man aber auch. Und ansonsten ist die Pumpe 66 cm hoch. Ja, und der Pumpkopf. Anders als meine Leistenpumpe, nicht zum Aufschrauben, sondern der Top Peak Twin Head, also für Dunlop- und Schraderventile auf beiden Seiten und dann ganz klassisch mit so einem Hebel zum Umlegen. Das testen wir gleich mal, wie gut das funktioniert. Ja, und die BB Cycling Air Switch HPHV, auch wie gesagt mit großem Manometer. Sieht ganz gut aus, lässt sich, glaube ich, auch ganz gut ablesen. Er ist auch zweigeteilt. Also für den High-Volume-Bereich geht die bis 3 Bar, bis zur Mitte, das Manometer. Und für den High-Pressure-Bereich dann darüber etwas kleinteiliger bis 11 Bar. Ja, genau. Also 11 Bar ist sie auch zugelassen. Ansonsten der Schlauch etwas länger, nämlich 120 cm. Sehr schön. Und die ganze Pumpe auch 2 cm höher, nämlich 68 cm. Auch das nicht so schlecht, weil mir sind die Standpumpen irgendwie immer zu klein. Ich muss mich immer ordentlich bücken. Liegt vielleicht aber auch an meiner Größe. Ja, ansonsten der Kopf, kein Twin Head wie bei Top Peak, sondern ein Flip Head. Also man kann hier auch den Einsatz rausschrauben und umdrehen, um von Dunlop auf französische Ventile zu wechseln. Und dann gibt es hier vorne, hier oben vielmehr, einen Schalter zum Umschalten zwischen High Pressure und High Volume. Ja, und auch das werden wir gleich mal am Rad testen, ob das irgendwie sinnvoll funktioniert. Und dazu werde ich jetzt mal meinen Vorderreifen komplett die Luft rauslassen. Das ist ein 40 mm Reifen, also glaube ich ziemlich klassisch für alle Gravel-Fahrer. Und dann vergleichen wir mal mit beiden Pumpen, wie schnell man den so auf 3 Bar aufgepumpt bekommt. So, wir starten mal mit der Top-Peak-Pumpe. Also wie gesagt, Twin Head, einfach raufsetzen und Hebel umklappen. Das geht super einfach. Ja, und dann pumpe ich mal los und messe mal, wie viele Hübe ich brauche, bis ich bei 3 Bar bin. Und los geht's. So, wir starten mit der Top-Peak-Pumpe. Ich hoffe, man erkennt das auf der Kamera. Von 0 auf 3 Bar und los geht's. Genau 3 Bar, 22 Hübel. So, und im Vergleich, BB Cycling, Pumpkopf, natürlich auch, also erstmal Schlauch ist ein bisschen länger, also wenn das Rad im Montageständer hängt, dann ist das mit so einem 1,20 m Schlauch tatsächlich ein bisschen besser als mit 1 Meter. Ja, ansonsten, genau, aufstecken, umklappen und lospumpen. So, bei BB Cycling benutze ich den
High-Volume-Modus. Wir wollen ja auch nur 3 Bar aufpumpen. Da reicht das auf jeden Fall aus. Und los geht's. Puh, etwas außer Atem und schon ein Fazit. Also, die Top Peak Urban EX Pumpe reicht eigentlich völlig aus. Mehr als 8 Bar brauche ich hier eigentlich nicht mehr in meinem Haushalt. Also für mein Gravel Bike und mein Mountain Bike. Das Manometer kann man wirklich super ablesen. Das gefällt mir sehr gut. Die ist stabil genug. Ja, also eigentlich alles gut. Der Schlauch so an der Grenze, also er könnte ruhig ein Tick länger sein. Und wie gesagt, die Pumpe könnte auch insgesamt größer sein. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also funktioniert, glaube ich, hier für mich wunderbar. Kostet knapp 40 Euro, also auch nicht super teuer. Klare Empfehlung von mir, Top Peak Urban EX. Wo ist sie? BB Cycling. Air Switch ist tatsächlich nochmal eine Ecke besser, gefällt mir super gut. Auch ein großes Display, Manometer zum Ablesen, Schlauch länger, also der wird in jedem Fall reichen, auch wenn das Rad im Montageständer hängt. Die ganze Pumpe ein Tick größer, auch wenn es nur 2 cm sind, für mich genau richtig. Auch hier funktioniert der Pumpenkopf super, total einfach. Und sie hat etwas mehr Volumen. Also ich habe mit der Top Peak Pumpe 22 Hübel gebraucht, um meinen Reifen auf 3 Bar aufzupumpen. Mit der BB Cycling Pumpe 18 Hübel. Bringt einen jetzt auch nicht um, aber wer weiß, wenn man ganz viel pumpen muss, dann ist es vielleicht hilfreich. Kostet allerdings mit 80 Euro auch doppelt so viel wie die Top Peak Pumpe, aber dafür auch mit dem praktischen Umschalter, der wirklich sehr gut funktioniert, um von High Pressure auf High Volume umzuschalten. Und ich habe tatsächlich einen Anwendungsfall, nämlich meine Kompressorflasche von Milkit. Die pumpe ich nämlich immer auf 10 Bar auf, bevor ich die auf meinen Tubeless-Reifen aufsetze. Das geht mit der Top Peak Pumpe eigentlich nicht. Deswegen werde ich jetzt dann doch bei der BB Cycling Pumpe bleiben. Und die jetzt die nächsten Wochen hier mal intensiv nutzen und einsetzen. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weiterhelfen können. Vielleicht steht ihr kurz vor der Anschaffung einer neuen Pumpe. Dann guckt euch die beiden Pumpen gerne mal an. Ich finde sie beide großartig. Je nachdem, welchen Anwendungsfall ihr habt, nehmt ihr die eine oder andere. Und damit war's das mit dem Video. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.